erstmal Glückwunsch zum ersten Oberliga-Sieg in der Geschichte auch der Sportfreunde. Wie groß ist der Stein, der dir jetzt eigentlich vom Herzen fällt nach dem 3:2 gegen FC Velbert? Ja, erstmal vielen Dank. Musste irgendwann so kommen. Also nach den letzten Spielen, die wir gemacht haben, wo wir immer so nah dran waren und dann teilweise sehr unglücklich nicht gepunktet haben, war es dann einfach mal eine Zeit und die Jungs haben großen Willen bewiesen. Zum Schluss dann in Unterzahl. Ich denke, der Sieg geht auch in Ordnung. War auch verdient in meinen Augen und freuen uns natürlich jetzt ungemein, gerade für die Jungs, die nie aufgegeben haben. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man sowas mal mitgemacht hat, so eine Serie, wie hart das ist, dann auch jedes Training sich zu motivieren, in jedem Spiel immer 100% zu geben und da ziehe ich dann meinen Hut. Aber das haben die Jungs wirklich jetzt über die ganze Hinserie gut gemacht. Ja, also von außen sah es auch so aus, das Spiel sah nach Abstiegskampf aus, beide Mannschaften klar mussten punkten irgendwie, ihr habt es jetzt geschafft. So ein bisschen, sage ich mal, zwischendurch war es trotzdem mal wieder riskant, also ihr habt viele Fehler irgendwie in der Vorwärtsbewegung anfangs gemacht. Was habt ihr jetzt so den Ruck gegeben, dass es dann im Endeffekt dann in Sieg umgewünscht wurde? Ja, ich meine, man hat jetzt gesehen auch, warum die beiden Mannschaften da unten stehen in dieser Liga. Letztendlich war es von uns diesmal wirklich kein gutes Spiel, so wie die letzten Wochen eigentlich. Schon kurios, dass wir dann ausgerechnet in diesem Spiel punkten, aber der Gegner hat es angeboten und wir haben es dann angenommen. Ja, was ist jetzt das, was dir am meisten Mut gibt bei der Mannschaft, sage ich mal, aus dem Spiel heraus, vielleicht auch, wo man sieht, es klappt auch, also man kann wirklich in der Oberliga auch gewinnen? Ja, ich meine, wir haben es dann auch jetzt am Ende ergebnisunabhängig gesehen, die Spiele. Wir sind darauf bemüht, dass die Jungs sich weiterentwickeln. Ich glaube, sie haben viel mitgenommen jetzt aus dieser Negativserie auch und der Verein steht eigentlich, obwohl diese Horrorserie da ist, von einer guten Zukunft, glaube ich. Wir kriegen nächstes Jahr neuen Kunstrasen, hochwertigen, neue Geschäftsstelle und die Jungs lernen auch dazu. Und was soll einer noch in der Rückserie umhauen, wenn man so eine Serie hatte? Also von daher kann uns nichts mehr erschüttern. Ja, aber nochmal auf das Spiel jetzt direkt. Gab es irgendeinen Punkt, wo man sagen kann, das ist auch so ein Punkt gewesen? Da ist einfach, ja, ich will nicht sagen, der Bock umgeschossen worden im Endeffekt. Aber was nehmen wir aus dem Spiel mit? Was muss in den nächsten Spielen genauso dann laufen wie dieses Spiel? Ja gut, haben wir erstmal eine Winterpause, muss man sehen. Und letztendlich hat ja auch Velbert noch Chancen gehabt, ein Tor zu machen. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Von daher war es eine enge Kiste und die diesmal halt zu unseren Gunsten ausging. Ja, okay, perfekt. Dann nochmal Glückwunsch und feiert mal schön. Ne? Dankeschön. Machen wir's dann. Ja.